Du sollst mich nicht ansehen! Danny, bitte! Mark, bitte! Was ist denn passiert? Was ist denn nur los mit dir? Ihr solltet doch still sein! Aber ihr wollt ja nicht hören! Nein! Bitte tu es nicht! Ich hab's nicht so gemacht! Stimmt ja. Hey, heute ist doch Sporttag. Wo sind denn eure Trikots? Das ist was für Pussys, du Weichflöte. Was willst du eigentlich hier? Spike, du kriegst das Zeug heute Abend. Hoffentlich. Der Scheiß hier taugt echt nichts. Schmeckt wie Omas Duftsäckchen. Geht klar. Na dann. Hey, es ist doch okay, wenn ich heute Abend mit euch abhänge, oder? Oh Gott. Oder? Wenn du das richtige Zeug dabei hast. Kleiner Wichser. Das war übel. Ich dachte, sie wollte rüberkommen. Ich weiß, dass sie auf dich steht. Sie hat vielleicht nur Schiss. Der Typ geht mir auf den Sack, ey. Mr. Superstar. Ohne deine Vorbereitung hätte Brad nie diese ganzen Touchdowns geschafft. Das ist Sache des Trainers. Was? Töte? Wie nennst du mich? Was? Du sagtest Tunte. Nein, ich sagte... Nein, ich hörte es genau. Timmy. Ich heiße Spike. Lass den Scheiß, du weißt genau, wie ich diesen Namen hasse. Timmy ist dein echter Name, oder? Timmy? Es ist eine Berghütte, da stehen überwiegend Kiefern. Und was machst du da? Ach, alles Mögliche. Wandern, schwimmen, angeln. Du angelst? Na klar. Du spießt Würmer auf? Wenn man angeln will, gehört das dazu. Alte Familienregel. Es ist wunderschön. Der Himmel ist blauer. Es gibt Millionen von Sternen. Und selbst wenn der Mond nicht scheint, ist es hell genug im Wald, nur wegen der Sterne. Klingt echt super. Ja, das ist es. Könntest du diesem Schwachkopf bitte mal sagen, dass es keine Radioshow gibt, wo schlimme Dinge passieren? Von schlimm war doch überhaupt keine Rede. Du hast damit angefangen. Ich habe davon gehört. Und, war das gut oder schlecht? Gut. Trinkt ihr beide die gleiche Limo oder was? Das ist nur eine Legende. Ist es nicht. Mein Cousin hat sie sich angehört. Ist doch immer das Gleiche. Jeder hat einen Cousin, der alles mit angehört hat oder was gesehen hat. Immer kennt irgendwer irgendwen. Keiner war selbst dabei. Wenn du da anrufen würdest, wäre sicher alles im Arsch. Und zwar komplett. Genau wie du, hä? Du hast recht. Ich bin voll im Arsch.
Ich bin eine total abgefuckte, Pässe fangende, Touchdowns machende Maschine! Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja! Gib mir den Ball! Was sollte das denn bitte? Es soll so eine gruselige Radioshow geben. Totaler Quatsch. Nein, erzähl mal. Tja, es heißt, sie würde bei Vollmond plötzlich auftauchen. Da ist ein Prophet oder sowas, der in der Show mit den Leuten redet. Und wie findet man die Show? Wen interessiert das? Komm schon! Hey, ich muss los. Okay. Ich will nicht, aber ich muss leider. Oh, hey, heute Abend ist doch diese Party. Ja, ich weiß. Willst du hingehen? Klar. Kommst du nachher zum Spiel? Ich muss arbeiten. Dann soll ich dich abholen? Vielleicht treffen wir uns besser da. Okay, dann bis heute Abend. Okay. Na, ihr beiden. Hey! Sagt Sex. Nein! Süß. Bis später. Okay. Brad ist echt süß. Und ziemlich heiß. Sie sieht so anders aus. Von A auf Doppel-D. Oh, wow. Mhm. Sie muss echt unsicher sein. Wieso sollte sie? Die wurde mit einem silbernen Löffel im Arsch geboren. Keine Ahnung. Sie schien immer ganz nett zu sein. Manchmal bist du echt naiv, Angelica. Du solltest deine Feinde erkennen, wenn sie dir ins Gesicht glotzen, hä? Keine Sorge. Zusammen kriegen wir das schon hin. Hallo? Hey Süße, was ziehst du nachher an? Keine Ahnung. Das weißt du nicht? Gibt's etwa noch was Wichtigeres als das? Ich bin gerade erst auf dem Nachhauseweg. Du musst diesen Coffeeshop-Job loswerden. Das ruiniert deinen guten Ruf. Und wer soll dann meine Versicherung und mein Benzin bezahlen? Deine Eltern? Hör lieber auf mit dem Scheiß, Süße. Was ist, wenn dich jemand in dem Laden sieht? Einen Job zu haben ist ja echt ganz putzig und so, aber... so mexikanisch. Wie auch immer. Willst du wissen, weshalb ich dich angerufen habe? Geht's vielleicht um Brad? Momentan kümmert sich Prince Charming zwar noch um das Spiel, im Geist ist er aber längst bei der Siegesfeier. Komm schon, so ist das nicht. Also, ich muss dir was sagen. Owen ist total verknallt in dich. Ich habe ihm gesagt, dass du auf Brad stehst, aber du kennst ihn ja. Was Owen will, kriegt er auch. Und? Wann kannst du heute Abend da sein? Hast du etwa immer noch Hausarrest? Wir waren um 1 zu Hause. Das ist doch nicht spät. Wo liegt das Problem? 2 Stunden zu spät und das ohne anzurufen? Im Ernst, das ist hier ein echtes Problem. Es ist dein Leben. Vertritt deinen Standpunkt. Mach's wie ich. Klar. Wenn ich das tun würde, würden sie mich an einen Baum fesseln. Du musst zu dieser Party kommen. Es ist die größte Party des Jahres und... ich glaube nicht, dass ich das ohne dich überlebe. Hey, hör zu, Stace. Ich gehe jetzt rein und red mit meiner Mutter, okay? Ja, in Ordnung. Ruf mich an, wenn du losfährst. Best friends forever. Für immer Freundinnen.
Ja, habt ihr mich vermisst? Ihr habt mir gefehlt. Es sind jetzt 29 Tage. Es ist wieder Vollmond und das hier ist The Open Door. Dank Mutter Mond möchte ich wie ein Urzeitmensch ums Lagerfeuer tanzen. Sie zieht all die großen Ozeane der Erde magisch an. Diese kosmische Kraft kann jetzt angezapft werden. Das Orakel und ich zeigen euch, wie es geht. Aber wartet nicht zu lange. Die Open Door schließt sich, sobald die Sonne aufgeht. Hallo? Wo steckst du denn, Liebling? Du solltest seit 20 Minuten zu Hause sein. Ich bin zu Hause. Was soll das heißen? Ich bin in meinem Zimmer, schon seit einer Stunde. Wieso schleichst du dich in dein Zimmer, ohne mir Bescheid zu sagen? Mein Kümmerz. Wie wär's mit Klopfen? Das ist kein guter Zeitpunkt, Miss Neunmal Klug. Ich habe jetzt keine Lust auf diese albernen Spielchen. Gut. Wo ist Daddy? Er ist kurz losgefahren, ein paar Dinge besorgen. Wir bleiben heute Nacht in Santa Barbara. Und wofür machst du dich so schick? Ich gehe noch aus. Du gehst nicht aus. Du hast Hausarrest. Oh, aber das spielt auch keine Rolle. Du wirst nicht auf diese Party gehen. Was? Nein, ich muss dahin. Woher weißt du überhaupt davon? Machst du Witze? Ihr redet doch seit Tagen von nichts anderem. Mom, du liest meine E-Mails? Ja, ach, und wo wir gerade dabei sind. Komm doch mal her, dann sehen wir uns das Profil von deiner allerbesten Freundin Stacy mal an. Mom, wieso siehst du dir das an? Das ist privat. Privat? Soll das ein Witz sein? Das ist eine Pornoseite. Sie bekommt Mails von Strafgefangenen. Sie drucken sich ihre Fotos aus und benutzen sie als Geldersatz. Sieh dir doch an, was sie schreiben, Mom. Das ist nur ein Witz. Kein Mensch nimmt das ernst. Die Typen im Knast aber schon. Hier sind Nachrichten von Männern, die sie kennenlernen wollen. Sowas ist nicht okay. Es ist nicht okay, dass du mit diesem Mädchen rumhängst. Mom, Stacy ist meine Freundin. Du weißt doch gar nichts über sie. Sie hilft mir. Was ist das für eine Hilfe? Okay, zeig mir mal dein Handy. Nein, das ist meine Privatsache. Gib mir dein Handy. Von Stacy. Brad ist soweit. Ich habe deine Angelgeschichte heute gehört und er hat angebissen. Jetzt hast du ihn an der Angel. Du brauchst ihn dir heute Abend nur noch an Land zu ziehen. Und was benutzt du als Köder? Mom, es ist nicht so, wie du denkst. Und wer ist dieser Brad? Er ist nur ein Freund. Du gehst nicht mit ihm aus, bevor wir ihn kennengelernt haben. Mom, kein Mensch geht heute noch aus. Ja, ich weiß, man schleppt ab. Dein Vater und ich haben das besprochen, du bleibst hier und keine Stacy mehr. Gib Dad nicht die Schuld. Du magst sie nicht. Du hast recht. So ist es. Das ist echt das Letzte. Was? Lass mich einfach in Ruhe. Das ist mein Leben. Wie redest du denn mit mir? Verschwinde! Verschwinde! Oh. Hau einfach ab! Du gehst auf keinen Fall mit deiner Exhibitionistenfreundin auf diese Party. Und kein Abschleppen von Brad. Mom! Bist du bereit für die Party und deinen großen Fang, Brad? Zwischen uns läuft nichts. Wir treffen uns nur da. Vertrau mir, du meinst rumhängen, aber er meint rummachen. Sollen wir vorbeikommen und dich abholen? Nein, ich komm dahin. Du brichst Owen das Herz. Er will dich unbedingt abholen. Er wird's überleben. Ruf mich an, okay? Okay, bis dann. Komm rein. Ich muss auf diese Party gehen, Daddy. Ich tue alles, was ihr sagt. Ich bin doch nur einmal zu spät gekommen. Das ist nicht fair. Es geht hier nicht nur um neulich. Es geht darum, mit wem du so rumhängst, wie du mit deiner Mutter redest.
Dad, bitte. Nicht mit diesem Benehmen. Und wenn ich hier anrufe, junge Dame, dann wirst du auch rangehen. Und damit meine ich keine Weiterleitung an dein Handy. Vielleicht sollten wir lieber hier bleiben. Nein, es wird schon gut gehen. Daddy, bitte. Nein. Tut mir leid, Liebling, aber du bleibst heute Abend zu Hause. Ich weiß, dass du eine Menge Hausaufgaben hast. Du musst doch nächste Woche ein Referat halten. Die Schule geht immer noch vor. Keine Sorge. Jetzt bist du sauer, aber morgen sieht alles anders aus. Und dieser Junge, Brad, der wird morgen auch noch da sein. Komm schon, Kleines. Hab dich lieb. Geh auf jeden Fall ans Telefon, wenn wir anrufen. Und keine Besuche, okay? Ist das klar? Antworte deiner Mutter. Ob das klar ist? Ja. Entscheiden Sie sich jetzt und machen Sie Ihre Träume wahr. Melden Sie sich noch. Sein Leben war für immer verändert. Und genau das machen wir hier. Das Orakel und ich werden The Open Door genannt, weil wir die Tür zu den geheimen Sehnsüchten eurer Seele öffnen. Kommt es nicht dem Tod gleich, ohne die Sehnsucht des Herzens zu leben? Wie können sie es wagen, für dich zu entscheiden? Das hier ist keine Show für dumme Menschen. Für die gibt es die Welt kontrolliert dich, indem sie dich mit Lügen über Gut und Böse füttert. Tu dies, tu das. Lügen, alles Lügen. Fang damit an, dir einzugestehen, was du wirklich willst. So schwer ist das nicht. Du musst dich nur öffnen. Das Universum wartet darauf, dir zu geben, was du willst. Es geht nicht darum, einen Berg zu besteigen. Du musst nur den Schleier lüften. Du musst dich dieser Idee nur hingeben. Das ist der Anfang. Du und ich wissen, dass du dieses Leben so nicht willst. Wie viel willst du denn noch ertragen? Aber nach dieser Nacht hast du keine Entschuldigung mehr. Ein Sturm zieht auf. Jeder kann es fühlen. Auf welcher Seite wirst du? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Alles eine Frage der Perspektive. Dein persönlicher Blickwinkel ist deine größte Macht. Die Welt will sich ändern. Spürst du die Geburtswehen? Das Orakel und ich sind ein Teil davon. Und du? Die Leute, die so tun, als wüssten sie Bescheid, sind wirklich verloren. Die Ungewissheit ist der Beginn eines neuen Lebens. Du weißt, was die Wahrheit ist. Es ist dieser Kloß in deinem Hals. Also, mach jetzt keinen Rückzieher. Das, wonach du suchst, ist auf der Suche nach dir. Die Menschen entscheiden sich jeden Tag. Sie betreten das frische, fruchtbare, Unbekannte. Lass deine Träume Realität werden. Lass das Orakel dir helfen. Du weißt, wodurch du dich wirklich lebendig fühlst. Dein Herz weiß, was es will. Die Frage ist nur,
hast du den Mut, rauszugehen und es dir zu holen. Hey. Hey, bist du unterwegs? Ich kann nicht kommen. Oh Gott, mach keine Witze. Du hast immer noch Hausarrest? Allerdings. Deine Eltern sind echt ein Albtraum. Hey. Schleich dich weg. Nein, das geht nicht. Ich muss ans Telefon gehen, wenn sie anrufen. Sie sind weg? Wie lange denn? Bis morgen. Wo liegt das Problem? Sag ihnen morgen einfach, du hättest das Telefon nicht gehört. Nein, wenn ich nicht rangehe, dann drehen sie um und kommen zurück. Dann leite die Anrufe doch ganz einfach auf dein Handy um. Ich habe eine Mutter, die nicht technisch zurückgeblieben ist. Sie hat sogar dein Profil gesehen. Die hat vielleicht Nerven? Oh mein Gott, ich fühle mich so schmutzig. Die ist ja wie Hitler. Oh, ich weiß. Tut mir leid, Stace. Was soll ich Brad sagen? Oh, keine Ahnung. Sag ihm die Wahrheit. Klar, ich denke mir was aus. Hör zu, Baby. Das Ganze tut mir echt leid. Ohne dich wird's keine richtige Party. Oh. Danke, Stace. Denk schneller. Ich hab dich lieb. Die schmutzigen Details folgen später, wenn du weißt, was ich meine. Sag Brad, er soll mich anrufen, ja? Oh ja, sicher. Das mache ich gleich als erstes. Okay, danke. Bis dann. Bye. Sie kommt nicht. Im Ernst, es ist echt schwerstarbeit, ihre Freundin zu sein. Sie bleibt zu Hause und lernt. Was soll das denn? Weiß sie nicht, dass ich mit ihr rechne? Tut mir echt leid, Owen. Angelica ist wirklich arm dran. Sie hat jede Menge Probleme. Ey, da ist einer. Der gehört mir. Aus dem Weg. Ja, ja, ja. Aus dem Weg. Oh mein Gott. Mach doch mal das Fenster auf. Komm, mach das Fenster auf. Herr Arschficker! Toller Vollmond heute Nacht, hab ich recht? Ihr seid krank! Gib das! Hast du den Mut, wirklich zu leben? Als du eingeschaltet hast, hast du die Kraft und die Hoffnung gespürt. Aber jetzt fühle ich, wie du uns entgleitest. Langsam tust du wieder das, was du immer tust. Zurück ans Telefon, vor den Computer. Der Nebel kehrt zurück. Das ist sehr bequem, ich weiß, sehr vertraut. Dein unoriginelles, uninspiriertes Leben, bestimmt von anderer Leute Anrufe. Und du kommst angerannt wie ein hilfloses Haustier. Du bist konditioniert wie ein pawlowscher Hund. Sobald es klingelt, fängst du an zu sabbern. Was tust du in diesem Moment? Was du willst oder das, was andere von dir erwarten? Wow, voll ins Schwarze getroffen. Plötzlich ist die Stille da draußen geradezu ohrenbetäubend. Komm schon, du weißt, dass ich recht habe. Wer bestimmt über dein Leben? Tu etwas, das ausdrückt, das ist mein Leben und ich habe das Kommando. Das ist es. Fühlt es sich nicht gut an, zur Abwechslung mal das zu tun, was du willst? Oh nee, da steht einer auf deinem Platz, ey, Alter. Wollen die mich verarschen? Die sollen sich verpissen. Hey! Hey, wem gehört denn der Blechhaufen da, hä? Der Typ ist da hinten. Dann hol ihn her. Beweg deinen Arsch, Zwergenschwanz. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, klar? Was glotzt denn so? Es ist übrigens Nacht, Spike. Na und? Wer ist der Typ? Ist das dein Auto? Ja. Park woanders. Du stehst auf seinem Platz. Das könnt ihr voll vergessen. Komm her. Schaff deine Karre hier weg, du Wichser! Okay, okay. Oh. Hey, der hat sich voll auf den Arsch gesetzt. Danke für den Parkplatz. Habt ihr den Typen gesehen? Was bist du mal, der Parkservice? Gut gemacht, Alter. Hey, ja Mann. Hi. Ein weiterer Triumph. Yeah! Was geht, Alter? Alles klar? Ja? Hey, Mann. Hey. Okay, lass uns reingehen. Hey, jetzt geht's richtig ab hier. Das
Gefühl oder die Ahnung von heute ist der wissenschaftliche Fakt von morgen. Ist der nächste Schritt auf unserer evolutionären Reise nicht ein spiritueller, ein emotionaler, der sich die Kraft des Geistes zunutze macht? Das Orakel hat diese Macht. Sie ist der nächste Schritt. Ladies and Gentlemen, das Orakel. Hallo, liebe Leute. Ich bin heute Abend hier, um euch zu helfen, ein neues Morgen aufzubauen. Ich glaube an euch und die Zukunft, von der ihr träumt. Im Moment glaube ich mehr an eure Träume als ihr selbst. Und das ist okay. Ich bin heute Abend hier, um eure Stärke zu sein. Ich werde euch tragen, bis ihr euch selbst tragen könnt. Traut euch einfach an diese Träume zu glauben. Ruft an und lasst uns zusammen diesen Träumen Leben einhauchen, indem wir sie als Wünsche aussprechen und mit einem Schwur besiegen. Sie wiesen mich zurück. Hoffnung war nur eine winzige, flackernde Flamme, bis ich den Mut hatte, an mich selbst zu glauben und mich zu befreien. Und jetzt ist mein Traum lebendig und die Menschen ändern sich. Habt Mut, gebt euch der Kraft eures Geistes hin. Ihr habt einen inneren Kompass, der euch den Weg zu eurem echten, wahrhaften Selbst weist. Ihr müsst ihm vertrauen. Ich werde euch zeigen, wie. Wir. Mach schon! Wow, ist das eine geile Party! Oh, oh mein Gott! Gehen wir! Ja? Wieso? Wir machen? Yeah. Hab ich mir doch gedacht! Hast du das gesehen? Gib mir ein Bier. Zwei. Ich will auch eins. Ja, klar, Stacy. Können wir mal zusammen abhängen, so, als Freunde? Wach auf. Das ist die Highschool. Da gibt's keine Freunde. Gern geschehen, Stacy. Oder spricht sich das Steaky? Willst du ein Bier? Oh, nein, danke. Oh, komm schon, da steht dein Name drauf. Ist echt nett, aber danke. Hast du Angelika gesehen? Oh, ich glaube nicht, dass sie heute Abend kommen wird. Bist du sicher? Ja, ziemlich. Sie sagte zwar, dass sie kommt, aber jetzt ist irgendein Ex-Freund von ihr aufgekreuzt. So ein Footballstar von der USC oder UCLA, keine Ahnung. Ups, vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen. Nein, alles klar, sie sagte, sie wären nur Freunde. Oh, nein, sie sagte, sie wären enge Freunde. Wie auch immer. Oh, jetzt bist du enttäuscht, aber falls ich irgendwas für dich tun kann... Nein, ist schon gut. Okay, tja, dann bis später. Blödes Arschloch. Also, ich spiele
spiele Rock'n'Roll, okay? Ich schreibe meine eigenen Songs. Ich teile mir mit vier anderen Musikern ein Zimmer-Apartment. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber es ist echt komisch, sowas zu sagen. Aber eigentlich müsste ich ein Rockstar sein. Verstehen Sie? So lautet meine Bestimmung. Ich weiß es einfach. Tief in mir drin weiß ich es. Bist du bereit, ein paar Wünsche zu formulieren und sie mit einem Schwur zu besiegeln? Ja, Ma'am. Ich bin mehr als bereit. Hey. Hey, Süße, du musst sofort auf diese Party kommen, klar? Was ist los? Davon abgesehen, dass es eine echt coole Party ist, ist Brad hier. Hast du es ihm gesagt? Natürlich. Ungefähr alle 5 Minuten. Aber er wimmelt mich ständig ab. Jedes Mädchen hier macht sich an ihn ran. Und allmählich wird er schwach. Oh, das kann ich wohl nicht verhindern. Natürlich, schwing deinen Arsch hier rüber. Das geht nicht, ich kann nicht. Okay, hör zu. Ich rede mit ihm und halte ihm die Schlappen vom Leib, okay? Danke, Stace. Hab dich lieb. Ich dich auch, Süße. Gesucht, die er braucht, um seine Träume wahrzumachen. Wir haben noch einen Anrufer. Hallo? Hier spricht das Orakel. Wer ist da? Aus. Du musst mir einen riesen Gefallen tun. Na klar, wenn du was für mich tust. Sicher, worum geht's? Kannst du mich mit Frauen verkuppeln? Klar, kein Problem. Aber erstmal bist du dran. Okay. Lasst mich euch auf eine Reise mitnehmen. Eine Vision von eurem Leben, von der ihr nicht mal zu träumen gewagt habt. Was habt ihr zu verlieren? Reißt diese Träume aus ihrem Schattendasein und bringt sie ins Licht. Und jetzt? Wo immer ihr auch seid. Falls es euch möglich ist, möchte ich, dass ihr euch zurücklehnt und die Augen schließt. Entspannt euch. Ich werde euch durch eine Visualisierungsübung führen, die eure wahren Sehnsüchte enthüllen wird. Okay, los. Er ruft zurück. Ich leih mir das kurz aus. Hey. 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 Was machst du da? Keine Ahnung. Das wollte ich schon immer mal. Hallo, du bist auf Sendung. Hallo, ist da das Orakel? Ja, ganz recht. Wer ist da?
Mein Name ist Angelica. Was kann ich für dich tun, Angelica? Tja. Sag mir, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst. Hab Mut, Angelica. Okay. Ich wünschte, meine Eltern würden endlich aufhören, sich in mein Leben einzumischen. Ich wünschte, Brad wüsste, was ich für ihn empfinde und würde dasselbe auch für mich empfinden. Das ist gut, Angelica. Aber ich spüre da noch etwas Stärkeres in dir. Je präziser du deine Wünsche formulieren kannst und je mehr Gefühle du in sie hineinfließen lässt, desto mehr Kraft haben sie, um sie zu erfüllen. Also, versuchen wir es nochmal. Okay. Ich hasse es, dass meine Eltern sich überall einmischen. Ich hasse ihre Regeln. Ich wünschte, Angelica, ich wünschte. Ich wünschte, meine Eltern würden für alle Zeit aufhören, sich in mein Leben einzumischen. Ich hab die Nase voll von Owen und seinen blöden Freunden. Wieso lassen die mich nicht einfach ich in Ruhe? Ich wünschte, Süße. Ich wünschte. Okay, in Ordnung. Ich wünschte, Owen und all seine dämlichen Freunde würden mich für immer in Ruhe lassen. Ich wünschte, diese Heather würde Brad nie wieder anrühren. Ich wünschte, ich wüsste, wer mich verarscht und dass diese Leute für immer aus meinem Leben verschwinden. Ich wünschte, Brad würde sagen, ich liebe dich. Ich wünschte, ich würde ihn umarmen und küssen, damit er weiß, wie sehr ich ihn liebe. Und dass wir für den Rest unseres Lebens zusammen sind. Und dass er mit seinem letzten Atemzug meinen Namen sagt. Wenn ich ohne ihn leben muss, wünschte ich, ich wäre tot. Ich wünschte, es würde sich verdammt nochmal alles ändern. Ich wünschte, ich wäre nicht so gutgläubig und naiv und immer so beschützt vor allem. Ich wünschte, irgendwer würde mir zeigen, wie diese Welt wirklich funktioniert. Braves Mädchen, das war gut. Okay, jetzt lass es uns mit einem Schwur besiegeln. Sprich mir nach. Okay. Ich, Angelica, übernehme die volle Verantwortung für die Macht meiner Wünsche. Ich, Angelica, übernehme die volle Verantwortung für die Macht meiner Wünsche. Und verbünde mich mit der Lebenskraft, um sie wahrzumachen. Und verbünde mich mit der Lebenskraft, um sie wahrzumachen. Es ist vollbracht. Angelica? Ich bin auch dran. Du hast deine Wünsche in Bewegung gesetzt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du hast es geschafft. Das ist alles? Das ist alles. Keine Sorge, Süße. Es wird bald losgehen.
haben. Das ging schnell. Ich stand direkt daneben. Ich hab mir Eis geholt. Ich hab mich geschnitten und das Knie angehauen. Was? Was ist denn passiert? Ich hab was Komisches auf dem Dachboden gehört und bin auf der Leiter ausgerutscht. Hör zu, ich glaube, wir haben Ratten. Wir haben keine Ratten. Mom, das Licht ist gerade aufgegangen. Was hast du denn gemacht? Nichts, ich stehe einfach nur hier. Irgendwas musst du doch gemacht haben. Mom, wieso glaubst du mir denn nie, wenn ich dir was... Es ist wieder an, ich... Okay. Falls das wieder passiert, ruf mich an. Ich könnte dich auch anrufen. Ist klar, Mom. Ich gehe schon nirgendwo hin. Tschüss, Liebling. Tschüss. Was, Mom? Ich bin's, Babe. Oh, Entschuldigung. Hey, ich wollte nur hören, wie es dir geht. Ist alles okay bei dir? Die Menschen sind scheiße. Was meinst du? Ach, nichts. Ich war nur so ein Idiot. Aber jetzt ist Schluss. Ich hab der Open Door angerufen. Du hast was? Bei dieser Radioshow. Wieso? Weil ich ab jetzt die Kontrolle übernehme. Also, bist du okay? Ja. Das Orakel hat gesagt, es wird passieren. Wer hat was gesagt? Na, wie auch immer. Ich ruf später nochmal an, okay? Ja, okay. Gott, Angelica ist so naiv. Sie hat bei dieser Radioshow angerufen und fährt voll drauf ab. Sie hat sie gefunden. Ich hatte voll recht. Von wegen, wer sagt das? Ich sag das. Ich dachte, das wäre eine Mythologie. Du meinst Mythos. Ist doch egal. Wie wär's? Wie erschrecken sie? Oh. Ihre Eltern sind die ganze Nacht weg und sie ist ganz allein bei sich zu Hause. Oh, jetzt im Ernst? Das ja. ist perfekt. Sie wird echt alles hören. Und wird begeistert sein. Oh mein Gott, das wird der Hammer. Hey, Owen. Angelica hat bei dieser Radioshow angerufen und sie ist ganz allein. Ja? Das ist der Plan. Wir schicken Jimmy und Scott los, um der Kleinen richtigen Schrecken einzujagen. Und dann kommst du rein und bist der Held. Verstehst du? Keine Eltern. Leeres Schlafzimmer.
Ja. Gehen wir. Hier ist sowieso nichts mehr los. Hey! Wir hauen ab! Hey. Was ist jetzt mit Owen? Tut mir echt leid. Das war so geil. Was macht ihr noch? Wir fahren zu Angelica und jagen die Angst ein. Hey. Was ist hier los, Mann? Wir jagen Angelica einen riesen Schreck ein. Komm schon, Schwachkopf. Suchst du etwas Streit? Kann schon sein. Soll ich dir in den Arsch treten? Halt du dich da raus. Was bist du, sein Dienstbote? Gehen wir. Wir haben noch was vor. Danke. Sie muss noch was sein. Halt da vorne an. Alpha Team Leader an Zebra Moon Team Hänger. Fertig machen zum Aussteigen, Sergeant Spundloch. Hier ist Zebra Team Moon Hänger. Ich verstehe dich laut und deutlich. Over. Schnauze, ihr Wichser. Auf geht's. Ruf dann, wenn ihr drin seid. Hier los, spricht Alpha Team Leader. Fertig machen zum Aussteigen. Und immer schön die Hose oben behalten, Soldat. Sonst kriegen sie dich am Arsch. Und das könnte ziemlich wehtun. Zebra Team Leader, alles klar. Komm, komm, komm. Idioten.
Mann, du versaust noch alles. Jimmy? Claude? Bogey? Ilsa? Kommt schon, hört auf zu streiten! Wo immer ihr seid. Und, wie sieht's aus? Ich steig jetzt aufs Dach. Ich mag deinen Stil. Wo ist Gott? Keine Ahnung. Er ist in das Haus gegangen, Schätze. Durchs Fenster einsteigen. Okay, super. Bis dann. Okay, bis dann. Scott schleicht sich hinten rein und Jimmy steigt aufs Dach. Das wird echt der Hammer. Durch den Schornstein sollte Scott irgendwas rufen. Das wäre gruselig. Das ist so schwul. Genau wie du. Hör zu, wenn ich deine Meinung hören will, dann prügel ich sie aus dir raus. Claude? Ilsa, Bogey! Angelica! Oh, Mist! Wo sie steckt. Das Licht war doch eben noch an, oder? Angelica! Hallo! Hey! Was macht ihr denn hier? Ja, du konntest nicht zur Party kommen, also bringen wir die Party zu dir. Hey, Angelica. Hey, Owen. Dürfen wir reinkommen? Ich weiß nicht. Eigentlich sollte ich nicht... Komm schon, du kannst uns hier nicht so dämlich rumstehen lassen. Nein, Spike. Das schaffst du auch sehr gut allein. Hä? Was? Gar nichts. Gott. Ist schon okay. Wir bleiben nicht lang. Na also. Oh. Hey, Blödmann, mach mir ein Sandwich. Mit Roastbeef. Gar nicht so übel hier.
Ist Bier im Kühlschrank? Milch. Gib mir ein Glas. Was ist denn passiert? Was? Mit der Party? Ich hab gedacht, du kommst. Oh, ich hatte ein bisschen Ärger. Ja. Yeah. Elternstress. Zu viel Mayo, Schwachkopf. Tut mir leid. Willst du mir das Haus zeigen? Nein, lieber nicht. Komm schon. Was war das? Klingt echt übel. Ja, was könnte das sein? Klang ungewöhnlich. Ich hab noch was im Auto vergessen. Bin gleich zurück. Die gehen mir auf den Sack, sag ich Ihnen das, ja? Hey! Haltet euch zurück, ihr Arschlöcher! Wenn ihr das Haus kaputt macht, dann sitzen wir in der Scheiße! Hey! Was machst du hier? Ich habe nach jemandem gesucht, aber du reichst mir. Ich gehe jetzt rein. Als wäre ein Flugzeug auf dem Dach gelandet. Zweimal. Das war nur ein Beispiel. Was willst du hier? Hier soll doch eine Party steigen. Bist du okay? Ja. Was will der denn hier? Ich hab gehört, hier soll was los sein. Also, hier bin ich. Eine echt clevere Idee. Brad ist auf einem Hirn-Sondereinsatz. Bah! Was? Das ist aus Pulp Fiction. Ich dachte, du kommst auf die Party. Aber da ich nicht da war, hast du dir einfach jemand anderen gesucht. Was? Du hältst mich wohl für total bescheuert. Nicht auf 6 Party in der 9. Klasse zusammen gemacht. Ich glaub's nicht. Wie süß, dass du dich daran erinnerst. Bin ich froh, dass du da bist. Hey, warte. Hey, was ist los? Ist in Ordnung. Mach dir keine Gedanken. Es ist okay. Was war das? Keine Ahnung. Aber ich weiß es. Was? Das Böse ist im Haus. Wirklich? Nein, nicht wirklich. Arsch. Ich habe noch nie so was Gruseliges gehört. Vielleicht hat das was mit dieser Show zu tun. Du hast doch da angerufen. Wie heißt sie noch? The Open Door. Hast du den Propheten gesprochen? Es ist ein Orakel. Und sie interessiert sich für Menschen und ihre Gefühle. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Jetzt kommt schon, Leute! Was ist das? Alter, du solltest das koksen lassen. Okay, Spike. Wie machst du das? Das bin ich nicht.
Kommt schon, wer von euch ist das? Verdammt, wer macht das? Ich bin's nicht, ich schwör's dir! Hör auf damit, Mann, das ist nicht mehr witzig! Wie aufhören? Ich mach doch nichts! Was ist das? Hilfe, Mann, es soll aufhören! Ich kann nicht, was soll ich denn machen? Mann, du doch mit dem Scheiß! Das ist doch total krass! Ich weiß nicht, du bist aus! Ich glaub's einfach nicht. Das war eine Angelschnur. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Du bist ein Arschloch. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Halt's Maul, du Arschloch. Du bist das Arschloch. Du laberst immer davon, dass du mich beschützt. Ja. Bis mich mal ein Glas Milch angreift. Ich wusste, dass es ein Witz war. Ich hab nur mitgespielt. Ja, klar. Halt die Klappe! Jetzt weiß ich, wo ich wirklich stehe. Timmy? Irgendwas ist hier. Geh raus und sag diesen Idioten, dass der Spaß vorbei ist. Wovon redest du da? Jimmy und Scott sind draußen und machen diesen Lärm. Und wie? Keine Ahnung, du Schlaumeier. Frag sie doch einfach selbst. Kann ich dich kurz sprechen? Bitte. Was? Weswegen bist du denn so sauer? Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich schwör's dir. Und was ist damit? Hat Stacy dir die geschickt? Keine Ahnung, darum geht's doch nicht. Ich wette, Stacy hat das Ganze eingefädelt. Heather hat das nur gemacht, damit sie die Fotos machen kann. Oh, das ist echt mies von dir, ihr die Schuld zuzuschieben. Wieso sollte sie das tun? Keine Ahnung. Damit du kommst und eine Szene machst, um uns zu trennen? Sie ist meine Freundin, sowas macht sie nicht. Komm schon, sie wollte dich zu der Party überreden, oder? Ja und? Ihr Ansehen steigt, wenn du mit ihr zusammen bist. Weißt du das nicht? Du verleihst ihr mehr Street Credibility, das ist alles, was sie interessiert. Sie hat nicht gesagt, du sollst mich anrufen? Nein. Sie sagte, du triffst dich mit einem engen Freund, einem College-Typen. Und dann hat sie mich angemacht. Was? Wieso sollte sie? Weil sie alles tut, um zu kriegen, was sie will. Andere Leute sind ihr völlig egal. Traust du mir sowas wirklich zu? Ich bin so ein Idiot. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich dich angerufen. Außerdem hatte ich mich echt drauf gefreut, dich zu sehen. Ich mich auch. Können wir noch mal von vorn anfangen? Schon, Leute! Ich weiß, dass ihr mich hört! Owen sagt, ihr sollt reinkommen! Wenn ihr mich jetzt verarscht, flipp ich aus! Ich schwör's euch! Oh, Scheiße! Ich... Bist du okay? Sei vorsichtig! Miss Jimmy, pass auf! Jimmy!
ich dich auch. So sehr. Plötzlich scheint alles so einfach. Du hast sie nicht gefunden? Antworte mir, du kleiner Scheiße! Owen. Was? Hey, Penner, der Spaß ist vorbei. Hey, du blödes Arschloch. Lass den Scheiß, das ist nicht mehr lustig. Was ist passiert? Leute, vielleicht hat er irgendwas eingeschmissen, Leute. Halt die Klappe! Was hat er genommen? Das weiß der nicht. Das waren Jimmy und Scott. Sie halten es für lustig, ihn komplett wegzuballern. Was für ein Zeug macht einen so fertig? Elefantenberuhigungsmittel zum Beispiel. Und damals sah er schlimmer aus. Und was ist, wenn er stirbt, hä? Niemand stirbt hier! Wir müssen einen Krankenwagen rufen! Spinnst du total? Das werde ich auf keinen Fall meinem Alten erklären. Komm schon, Alter! Tu das nicht! Halt's Maul! Oh. Hört mal, der wird schon wieder. Kannst du mir vielleicht mal helfen? Du machst das schon. Du bist Mr. Perfect, du kriegst das hin. Wir müssen jemanden anrufen! Wir rufen niemanden an! Und was hast du für ein Problem, Timmy? Was ist passiert? Es versteckt seine Spuren. Spike! Spike, wach auf! Spike! Owen, lass den Scheiß! Das ist nicht mehr lustig! Du bist so ein Arsch! Dein bester Freund! Oh mein Gott! Was geht hier vor? Ich wünschte, Owen und all seine dämlichen Freunde würden mich für immer in Ruhe lassen. Was ist unmöglich? Was ist unmöglich? Was geschieht hier? Was ist unmöglich? Was? Ich weiß, was hier läuft. Er hat uns die ganze Zeit verarscht. Dieser kleine Scheiße hält das für seinen großen Moment. Er wird allen erzählen, wie er uns reingelegt hat. Es war ihre Idee, herzukommen und dich zu erschrecken. Ich sagte, lass es, aber sie haben nicht auf mich und gehört. Und du erwartest, dass ich das glaube? Du steckst doch hinter den Fotos mit Heather. Das war ich nicht. Das war er. Er war derjenige, der 60
mich gefälligst! Yeah.
Leg dich hin, okay? Fertig? So. Geschafft. Halt durch, okay? Bleiben nur noch ein paar Minuten. Die Sonnenstrahlen werden den Horizont erleuchten und die Open Door wird sich schließen. Wir waren heute Nacht auf der Suche nach den Schwachen, nach den Verzweifelten. Und ihr habt uns nicht enttäuscht. Ihr habt uns vertraut. Ihr habt uns hineingelassen über die Schwelle. Und jetzt ist nichts mehr, wie es war. Ihr könnt nichts daran ändern. Der Geist kehrt nicht mehr zurück in die Flasche. Im Licht des neuen Tages wird euer Leben ein völlig anderes sein. Das Orakel. Bevor die ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages über den Hügel wandern. Es ist immer eine große Freude, wenn Menschen die Türe öffnen und mich hereinlassen. Es erfüllt mich mit tiefer Befriedigung, in die versteckten Winkel eurer Seele einzudringen. Nur die Menschen, die heute Abend mit mir ihre Wünsche formuliert haben, wissen, was das wirklich bedeutet. Euer altes Leben ist fort. Für immer. Das bereitet mir so viel Vergnügen. Irgendwas an den Unschuldigen weckt Sehnsucht in mir. Eure Verletzlichkeit. So unschuldig, so gutgläubig, so offen. Gute Nacht. Wir werden nach euch Ausschau halten. Beim nächsten Vollmond. Neunundzwanzig Tage. Also, Sie wollen uns erzählen, das Radio hat Ihnen befohlen, das zu tun?
Nein. Ich habe bei der Show angerufen. Und dort hat Ihnen jemand gesagt, dass das passieren soll? Nein. Nachdem ich angerufen hatte, war irgendwas hier. Und es hat das hier getan? Es wird nicht aufhören, bis es mich kriegt. Und was ist damit? Es geht um die verbrannte Leiche. Der Schnelltester gab Spuren von Alkohol, Marihuana und Ecstasy. Was wohl das Labor noch findet. Danke. Wie alt sind Sie, Angelica? Ich bin gerade 18 geworden. Okay, stehen Sie auf. Darüber. Kommen Sie. Was? Wieso? Ich verstehe das nicht. Wo sind meine Eltern? Wir versuchen, sie zu finden. Wenn Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen einer zur Verfügung gestellt. Haben Sie das verstanden? Gut, gehen wir. Ich brauche meine Mom. Ich will meine Mom anrufen. Kommen Sie, los. Kommen Sie. Verlauten, es handle sich vermutlich um eine Drogenparty, die ein furchtbares Ende genommen hat. Die einzige Zeugin, offenbar ist sie auch eine Verdächtige, wurde soeben von der Polizei verhaftet und in diesem Wagen weggebracht. Es gibt nur eins, was wir zur Stunde genau wissen. 7 junge Menschen wurden vor kurzem in diesem Haus tot aufgefunden. Das war Jackie Thomas für Sie, live von KK News 13. Zurück zu dir, Roger. Du wirst bald rausfinden, wie diese Welt wirklich funktioniert. I wanna live before I die, so don't say I have to cry on one more freezing floor. I ask you to open the door and see how things could have gone. The reason that it took so long before you could figure out that for so long I was about to break, and there were no arms to keep me from harming me. And now I'm searching back to see how I never tried to ask for some sympathy. Cause no, nobody wants to ride with me too far, cause I might trip away, but in your arms I'd rather stay. Dream at night.